Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forts im Ranked-Modus. Dieses Match steht unter dem Stern, dass nicht jedes Ranked-Match ein absoluter Durchlauf ist, sondern dass auch mal Gegenwehr kommt, und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß. In dem Sinne, weiter geht's mit einer Runde Forts. Forts, 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 Forts. Machen wir das mal so. Das war kein Floating. Da habe drauf geachtet. Hoffe ich. Das auch nicht. So, so und so. Eine geht noch. Und jetzt sparen, ne? Hm. Wie lange brauchen das? Können wir noch eine fünfte placen? Ich glaube nicht, ne? Glaube nicht. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Okay. Müssen wir noch einen abbauen? Probably. Ne, doch nicht. Lustigerweise nicht. Oh, jetzt fehlen die Ressourcen. Alles klar. Ich brauche Ressourcen. Danke. Einmal gucken. So, so, so. Brauche ich einen Sniper schon? Ne, brauche ich noch nicht. Er baut. Ah, ich brauche andere Sachen. Und zwar Gunner. So, so. So, so. So, so und so und so. Ne, und den hätte ich gerne normal. Den auch. So. Müsste eigentlich reichen. Wir werden es sehen. Oh nein! Ich bin auch wirklich mal wieder Brain AFK hoch 10. Mal sehen, ob er mit einem Smoke Launcher um die Ecke kommt gleich. Oder nicht. So, und jetzt haben wir die Ressourcen. Worum kommt der Minigunner? Wäre auch interessant zu wissen. Das machen wir erstmal so. Dann der Howitzer. Important Howitzer. Nochmal zwei Gunner oben drauf. Und dann mal vorne gucken, sind es Open Gunner? Sieht nicht dann raus. Was ist da oben? Da habe ich irgendwas Schaden gemacht. Windrad wahrscheinlich. Okay. Dann kommt der weg. Und dort oben hin. Das bauen wir so. Es war klar. Es war so klar. Dreckige Minigunner. Es war so klar. So, was ist hier jetzt passiert? Ein Riesenloch.
Das helfen wir. Irgendwie. Die kommt durch. Das ist ungünstig. Ach du Scheiße. Das ist aber ganz wild, was die hier jetzt veranstaltet haben. Und es ist mal wieder ein Loss. Ganz schlecht. Ganz miserabel. Ja, das war's mit der Runde. Wir haben viel gelernt, zum Beispiel Sachen, die man nicht machen sollte. Was man machen sollte, hat man zwar jetzt nicht gesehen, aber beispielsweise würde ich jetzt sagen, müsste man einfach mit dem Sniper mehr arbeiten. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.